9. Mich März. auch. Noch mehr tote Kinder. Knurz sagt, in solchen Kindermord sei, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knotes sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch ja. Meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Warte mal, sie träumt, dass ihr Kind getötet wurde oder dass sie das Kind getötet hat oder er? Ich weiß es nicht. Und ist, ah nee, feucht, eine Frau. Gefällt und ihr. Und ist erregt okay. davon? Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein, doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume, wie gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Wieso schreibt sie das auf, wenn das geheim ist, und legt das einfach mitten in den Weg? Das ist eine sehr gute Frage. Das sieht doch der Papa Knot sofort. Ja. Der Papa Aufsperren Knot. Und öffnen, das, so. Das weiß ich noch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte schon wieder irgendeine Taschenlampe gesehen. Mensch, das macht mich irre. Oh, was ist das? Hast du auch was gehört? Ja. So quick. Ja. Ich bin mir du hast unsicher, doch gerade ob ich gesagt, lieber erst... dir der Grusel fehlt. Ja. Jetzt kommt er. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Okay, die jetzt Ecke. Muss ich hier durch. Da war es wieder? Ja. Vielleicht hörst du erst mal an der Tür. Das dachte ich nämlich auch gerade. Aber das hört sich gut an. Also ich höre nichts keiner. Halt. Ja, das hört sich gut an, dass man nichts hört. Genau. Mhm. Oh. Batterie. Brauchen wir das Nachtsichtgerät? Ja. Es ist hier ganz dunkel, okay. Da. Gut. Keine Batterien. Mm-mm. Please. Da ist er wieder, Papa Knot. Da bin ich ja mal gespannt, was das mit dem werden wird hier. Ja, so, vor allem, wenn der alle Leute umbringt. Ich meine, dann hat er bald keinen mehr. Eben. Wenn das so weitergeht. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hier ist, ach, hier geht es ja noch weiter. So eine komische Religion tief im Wald. Ja. So ein bisschen wie diese Kannibalen, die es... wirklich mal irgendwo in einem Wald gab. Objekte können vor Türen und Fenster verschoben werden, um diese zu... Okay, Moment. Okay, wir lesen erstmal durch, würde ich sagen. Ja. Da haben wir nochmal was. Sullivan, Papa Ezekiel Lügner, Papa Ezekiel Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns, wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. In der Reihenfolge? Anscheinend. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu sagen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen waren die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reisen. Was soll da haben die hier für Gossensprache? Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ja. Ich glaube, der Papa Knot schickt die da in die Superschule. Ja. Knot High School. Ja. Das ist immer die Schule mit der Jessica. Okay, lies weiter. Ja, bestimmt. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Super. Wahl.
Ach, das ist der Herr Wahl. Ich muss mal nebenbei was Da wissen wir auch. trinken. Da mache ich doch Erzähl glatt mit. ruhig was. Ach so, ich wollte auch Oh. trinken. Ich trinke jetzt auch was. Ich trinke aber erst, ja, jetzt. So, okay. Was können wir denn jetzt noch machen? Also hier kommen wir nirgendwo raus. Was haben wir da? Zum Interagieren gedrückt halten. Ach so, hier ist, glaube ich, irgendwie so ein Bücherregal vorm Fenster. Und wenn wir das aufmachen, also wegschieben, können wir das aufmachen und rausklettern. So, hier selbst. Ach, kann ich öffnen? Cool. Nee, Und mach. kann ich nicht Nee. öffnen. Yay. Voll die Verarsche hier. Ja, hier, Absolut. öffne doch mal. Ja. Genau. So. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich verschiebe gerade das Regal. Ach. Das war das Geräusch. Ach, da ist eine Tür dahinter. Ich dachte, das wäre nur ein Fenster. Gerade mal nachladen. Oh, da unten suchen sie uns schon. Ja, das spricht sich halt rum, ne? Will ich jetzt hier runterspringen? Ich fühle mich doch dann so unsicher. Da kann ich Aber rein. ja, ich glaube, wir können nur da lang. Okay. Es speichert. Das Aber weißt du spricht. was? Nein, 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 Doch! nein. Du hüpfst da jetzt noch runter. Ich bin schon runtergehüpft und es hat gespeichert. Ach komm. 5 Minuten Ja! schaffst du noch. Mist! Mich da einfach den zu Fra zum Fraß vorwerfen hier, Könnte den ein Upsi. Aufzug sein. So, ziehen. So, du darfst eh gleich wieder nach oben. Der Strom ist aus oder so. Ja, super. Ja. Gebetsbetrieb. Dann bete Um. mal schön. Genau. Da ist nichts. Also muss ich doch hier runter, wo der Typ vor uns hier rumgerannt ist. Wahrscheinlich gehst du jetzt echt bis zum nächsten Speicherpunkt, kommst hier super vorbei, dann hörst du auf und dann kommt eine viel schlimmere Stelle. Dann Für garantiert, mich. ja. Ich wollte dir ja die Ruhe lassen am Anfang, aber nein, du willst gleich Action haben, wenn du weitermachst. Ich Na, glaube, ich ich mach glaube mal die Tür zu zur Sicherheit. hier wird's auch actionreich. Ja. Oh, fuck! Oh Was war Gott. das denn? Keine Wieso ist denn der so reingestürmt, der Arsch? Wusch. Wieso tut er es? Ah. Lali. Ein Kreuz. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Doch, da redet doch jemand. Ja. Knut wird uns vom Tod befreien. Hier. Da hinten, da steht er. Da steht er. Ja. Mit einem Messer. Oh. Okay. Ist das nicht Madame? Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh, die hat sich echt nochmal umgedreht. Das ist so eine Verarsche. Ja, das ist fies. Das ist echt fies. Komm, dreh dich wieder um und lauf weiter. Du brauchst nicht in diese Richtung gucken, während du betest. Gott, das ist in der anderen Richtung. Gott, das ist in einer anderen Richtung. Der ist da Genau. vorne rechts abgebogen. Ich hab's Da genau vorne, ja. gesehen. Was, ich muss jetzt nachladen. Verbrauche ich auch, upala, verbrauche ich auch, wenn ich das Ding einfach nur vom Kopf habe? Ja, ich glaube, wegen dem Lautstärke-Ding, das verbraucht auch Ach so. Batterien. Deswegen ist es immer nicht immer an. Oh, die steht jetzt die ganze Zeit hier. Das ist doch mies, oder? Die geht echt nicht mehr weg da jetzt. Nee. Aber dreht die sich, schaut die zu uns? Ja, die schaut zu uns. Sie ist da hingelaufen und dann habe ich eine Drehung gesehen. Also ich gehe davon aus, dass sie in unsere Richtung schaut. Und wenn du jetzt einfach irgendwie dich da so ins Haus schleichst? Ich versuch's gerade. Oh, Kamera. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe. Ach, das kennen wir ja schon, das Gebet. Kommt's jetzt zurück?
Das ist eine gute Frage. Da war doch vorhin noch jemand mit einer Taschenlampe. Oh, guck mal, da drin ist jemand. Da in dem Haus. Der guckt uns genau an. Eigentlich ja. Oder ist es das Bild vom Papa? Nee, nee, das ist der. Ich gehe jetzt mal hier unten lang. Ah, das ist. Ach so, ich muss nachladen, deswegen. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert hier nichts. Nichts funktioniert. Nix. Die Technik hier. Ach, guck mal, ich kann hier durchkrabbeln. Jan, wieso sind hier überall Tote? Nö. Ach, das da unten kannst du auch durchgehen, oder? Ja. Wie? Nee, da, weil auf der anderen Seite war auch irgendwas. Achso, nee, da konnte ich mich nur in einem Fass verstecken. Mhm. Oh. Aber anscheinend erschaffen die sich genügend Menschen da. Wieso sie da keinen Mangel haben und auch überall die Leichen in der Gegend rumwerfen können. Irgendwie? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier lang rennen kann. Die guckt mich an, die macht aber nichts. Oh. Hey, wie geht's so? Vielleicht tun die Frauen nichts. Die andere hatte ich auch nur angeschaut. Ja, das stimmt. Ich gehe jetzt hier einfach mal vorbei. Also. Das muss man mal wissen, dass man hier einfach so vorbeirennen kann, ne? Mhm. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ewig gewartet, bis die Alte sich wegdreht. Ja, aber die hatte ich ja schon gesehen, deswegen. Wow, warte mal. Was ist jetzt? Oh, oh. Scheiße. Irgendwie habe ich eine Taschenlampe plötzlich gesehen. Und jetzt jagt dich auch eine. Ja. Ja, genau, gute Idee. Der kommt da bestimmt nicht durch. Doch, doch, tatsächlich schon. Echt? Aber er hat jetzt die Spur von mir verloren. Boah. Puh. Das hast du alles ausgemacht. Ja. Nein! Schnell wieder zurück. Das ist super, da kannst du immer hin und her springen. Jetzt kommt er von der Seite. Oh Gott. Oh. Aber der kommt da unten durch, oder? Ja, ich glaube ja. Ich werde jetzt hier hochrennen. Da steht die. Ah! Was siehst du? Sie greift sich nicht an der vorbei. Die sind wie so Geister. Und wenn du der zu nahe kommst, dann haut sie dich. Ich versteck mich hier gerade mal. Das hat die jetzt ja voll gesehen, dass du da rein bist. Ja, aber der eine Typ vielleicht nicht, der gleich mit dem... Die sagt dem das doch sicher. Ja. Da ist er drin. Guckst du rein. Ich habe ihn genau gesehen. Okay, ich glaube, ich bin es sicher. Ja, doch. Sieht gut aus, oder? Mhm. Oh, hey. Klar, hey, das steigt direkt neben ihr raus. Hast du eigentlich die Schokolade neben dir schon? Oh, nee, ich bräuchte eigentlich welche. Um meine Nerven zu beruhigen. Mhm. Türchen. Aber trotzdem mehr so von der Action, gell? Als vom Horror. Ja. Horror ist ja wirklich noch... Horror kaum. Ist relativ gering gehalten bisher. Es ist echt Erschrecken, ja. Also Jumpscares, ja. Und Stress. Genau. Purer Stress. Warte mal, kann ich die Tür auch zumachen? Das wäre mir sehr recht. Dankeschön. Mhm. Da kann man sich ein bisschen Zeit erkämpfen, wenn du Türen zumachst. Die brauchen nämlich eine Weile, bis sie durchkommen. Ja. Ja, die hat er letztes Mal auch dreimal dagegen gehauen. Ja, genau. Ah, oh, die haben da schöne Kutten, ne? Ja, ne? Finde ich gehört zu einer Sekte halt auch. Ja. Brauchst du schon ein paar Kutten. So. Da unten ist er. Ja. Ich wollte gerade sagen, schieß, aber falsches Spiel. Ja. Mist, wenn ich wüsste, wo ich hin müsste. Ah, Power Generator Station. Das heißt, ich muss eigentlich aus dem Haus raus und hier hoch.
Oder ich kann vielleicht sogar hier runterhüpfen. Das weiß ich noch nicht. Tust du dir dann nicht weh? Könnte gut möglich sein, ja. Aber wenn du jetzt hier gleich rechts runterspringen könntest, das wäre halt super, gell? Ja. Problem ist aber, dass der Typ genau hier unten ist. Mhm. Genau hier unten. Ja. Wir gucken mal gerade weiter. Hier ging es ja noch ein bisschen weiter. Ich könnte mich hier verstecken. Da kommt dich. Fuck! Nein. Ich wollte gerade gucken, ab in den Schrank. Und runterhüpfen. Ja, lass dich fallen. Nein. Hüpf runter, du Assi. Oh nein. Aber wenn er da hängt, dann sehen die uns, glaube ich, auch nicht. Das kann sein. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich würde schon gern... Ah. Jetzt geht's, oder? Ja. Mhm. Verstecken. Ja. Lauf da, versteck dich da drin. Ja, fast, genau. Ih, was lag da denn drin? Okay. Was brennt da eigentlich? Schon wieder irgendeine Leiche? Das ist der, ja, das ist die Leiche. Oh Gott, hier laufen gleich zwei. Oh. Ich traue mich nicht rauszugucken. Okay, da hinten läuft einer. Ach, wenn du hörst auf die Geräusche? Das könnte ich machen. Aber er kommt jetzt hier lang, das merke ich auf jeden Fall. Das hat man in dem Fass sogar gesehen, gell? Ja, genau. Ob der wohl in alle Fässer reinguckt? Oh. Ich hoffe nicht. Oh, 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 oh. Okay. Aber das war nah. Ja, ja. Der ist direkt an uns vorbeigelaufen. Ich muss jetzt theoretisch abwarten, dass er sich umdreht und nochmal hierher kommt. Ja, du kannst ja mal hören, ob er zurückgeht. Oder ob er einen großen Kreis geht. Also er ist auf jeden Fall hier hochgegangen. Mhm. Da kommt er wieder. Ah ja. Und wir müssten dann eigentlich nach rechts. Also da, wo genau. Der jetzt herkommt. Ja, also sobald er an uns vorbei ist... Jetzt zum Beispiel werde ich hier raushüpfen. Ja. Kurz mal gucken. Hallo. Raus hier. Und tschüss. Gnädiger Jesus, erhöre mich. Brabbel, brabbel. Oh, versteck dich im Blut, versteck dich im Blut, denn die Stürme toben schwer. Oh, fuck, wo kommst du denn her? Sorry. Ich wollte nicht zu laut schreien. Oh Gott. Alles okay. Ich, boah. Okay. Okay. Ich habe nicht erwartet, dass sie mich jetzt anhüpft. Ja, ich auch nicht. Wow. Nein. Ich kann mich nicht in der Tonne verstecken. Das ist der Generatorraum. Hier muss ich rein. That's gotta be it. Starten. If I can find my way back to the elevator. Okay. Okay. Dann jetzt schnell zum Aufzug. Das Ding ist an. Starten? Starten? Oh fuck! Verstecken? Ich weiß nicht. Brief? Kurz nehmen? Nehmen? Verstecken? Angucken? Laufen? Oh Gott. Okay, es hat aber gespeichert, ne? Und ich glaube, du hast jetzt erstmal Ruhe. Die kommen nicht direkt. Also. Okay. Dann gehe ich das nächste Mal zum Aufzug. Genau, weil ich muss langsam mal ins Bettchen. Meine Arbeit ruft schon nach mir. Ich weiß. Aber ich fand's super, dass du das mit dem Rumlaufen und Verstecken noch gespielt hast. Dann durftest du auch mal in den Genuss kommen. Ja, auf jeden Fall, ey. Es ist echt übel. Also ich bin jetzt auch sehr angespannt und hellwach. Ich hoffe, ich kann gleich schlafen. Scheiße.
Das ist halt das beste Spiel, wenn man danach ins Bett geht, ne? Ja, ne? Ja, da ist man total tiefenentspannt. Ja, super. So. Am besten spielst du noch 10 Minuten Sims oder irgendwie sowas. Ja, oder guckst dir eine Folge Friends an. Das beruhigt auch immer ganz gut, finde ich. Das habe ich früher immer geschaut. Ja. Aber da, ich weiß nicht, komme ich glaube ich nicht mehr so ran. Das ist mittlerweile so trashig irgendwie, finde ich. Findest du? Ich finde es so lustig. Oh, na gut. Okay. Du gehst ins also, Bett. Ja, ich esse du darfst was. An der Stelle das nächste Mal weitermachen, ne? Oh ja, das mache ich. Wird schon. Genau. Und mein Gamepad hat ja dann letztendlich auch gut durchgehalten. Ja, stimmt, hat ja gepasst jetzt. Mhm. Aber du brauchst unbedingt noch eine Lampe. Ja, also das nächste Mal seht ihr mich mit mehr Licht. Wird direkt bei Amazon bestellt. Das sind jetzt meine letzten 10 Minuten, bevor ich ins Bett gehe. Ja, ich kann dir die empfehlen, die ich habe. Ich kann dir dann noch sagen, wie die heißt. Ja, okay, aber das machen wir gleich. Ja, ja, sonst mache ich ja hier noch Werbung. Ja, genau. Okay, Leute, dann hoffentlich ihr hattet Spaß. Also ja. ich hatte schon Spaß, muss ich sagen. Aber es war echt stressig hin und wieder, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich schaffst du das und weißt, wo du hin willst. Aber es ging eigentlich ganz gut. Ja, ja, hast du gut gemacht auf jeden Fall. Ich wäre wahrscheinlich öfter gestorben. Wie oft bin ich gestorben? 2 Mal oder so, ne? Ja, also das war echt okay. Ja, ist ein guter Schnitt, oder? Finde ich schon. Ich meine, ich bin bei der Eulen da doch schon 5-mal gestorben letztes Mal. Mhm. Also. Aber ja, gut. Na gut. Dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann ist Eri wieder dran. Ne? Yay, ich freue mich schon. Du weißt ja, was du zu tun hast. Das mache ich. Ich gehe zum Aufzug. Genau, du gehst zum Aufzug. Ich glaube, danach kommt wieder die ruhige, chillige Zeit. Ich habe ja jetzt den Stress erstmal hinter mir. Du musst halt noch an denen vorbei, aber sonst. Das kann gut sein. Das war ja dieses Mal auch so. Ich hatte den Stress am Ende, dann konntest du jetzt wieder ruhig anfangen und jetzt hattest du den Stress eben gerade. Ja, genau, genau. Ist schon, glaube ich, so aufgebaut ein bisschen, das Spiel. Ja. Okay. Okay, dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.